Moin Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 15. Und ja, wir haben ein bisschen Geld verdient in der letzten Folge. Das heißt, wir können jetzt wieder hier so ein bisschen was ausgeben. Und das Ganze war ja gedacht hier für unsere... der hat das, glaube ich, gemacht, der Mahu. So, kaufen und drehen. So, und jetzt wollen wir hier wieder so ein paar Viehhütten, Aufzuchtstationen hinpflanzen. Also einmal, ich bin am Überlegen, vielleicht auch gegenüber. Kann man denn die Kamera auch irgendwie... Nee, wird schon gehen. So. 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 Und ich glaube, das reicht erstmal. So, jetzt werden wir natürlich dann erstmal zusehen, dass wir hier wieder so ein bisschen Stroh und so weiter und so fort auskippen. Dafür war es ja gedacht. Boah, 8.55 Uhr schon. Ja, das kommt jetzt wegen der, ich glaube, 24, 25 Minuten hatte die letzte Folge, wo wir halt uns um das Holz gekümmert haben, beziehungsweise um das Geld. So, dann können wir hier vorne bei der noch anfahren. Kippen da den Rest hin und dann können wir nämlich erstmal wieder Stroh aufsammeln. Und den wieder voll machen. Ja, sonst hätten wir nämlich, wenn wir jetzt nicht diese Hütten noch dazu gebaut hätten, hätten wir nämlich das große Problem gehabt, dass wir nicht das Stroh irgendwo lagern können. Und naja, das muss ja runter, damit wir das Feld wieder neu bewirtschaften können und so weiter und so fort. Oh Gott, hier ist ein Zaun. Ja, für die 219.000, die wir jetzt noch auf dem Konto haben, ich meine, wir haben ja auch noch einen ganzen Haufen voll Silage, der am Gären ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber das sind ja, glaube ich, schon so 300.000-400.000 locker. Jetzt bin ich völlig falsch hier. Da können wir uns jetzt überlegen, was wir machen. Ich finde, das Feld hier würde ganz gut in unsere Sammlung reinpassen, ne? Das ist so schön offen und hier in der Nähe. Weil ich würde halt auch ganz gerne, ich gucke mich da mal um, wie das mit den Preisen aussieht. Rübenernte, also zum einen gibt es hier Rüben, boah, 479.000, willst du mich verarschen? Krautschläger. Kann erst nach dem Kraut schlagen. Und das ist in einem, also der hat hier, was hat denn der an Arbeitsbreite? 3 Meter und 3 Meter, also ganz im Ernst. Da bin ich ja eher am Überlegen, ob wir lieber die kleine, die Sparvariante nehmen, weil das hat beides 3 Meter Arbeitsbreite. 1290 kostet der am Tag. Und die kosten 20 und 90, also 20 und 90, 6000 Liter. Na gut, der hat natürlich eine Riesenkapazität, ne? Das muss man wirklich so sagen. Aber eine halbe Million, Alter. Bei der Kartoffelernte ist es ähnlich. 2 Meter. 3,30 Meter. Der hat 20.000. Also bei der Kartoffelernte würde ich sogar fast sagen, da reicht es, wenn wir wirklich die beiden Sachen hier kaufen. Weil auch da kostet es wieder eine halbe Million, Alter. Und Mais haben wir auch noch nicht gemacht. Da kommen wir nicht drum rum, den hier zu holen. Arbeitsbreite 2 Meter ist auch wieder so wenig, ne? Also das ist dann... Und das Problem, was ich da sehe, ist, dass man da wirklich beim Mais mit dem Traktor hinterherfahren muss, ne? Also ich würde fast sagen, dass wir auf Mais innerhalb dieses Let's Plays verzichten. Ja, also... Oder wir machen es halt später mal mit rein, also... Aber, boah, das ist wieder so viel... Ich weiß nicht... So viel zu tun... ich kann euch, wenn ihr Bock habt, dann kann ich euch auch diese Karte dann, wenn das Let's Play beendet ist, auch mal zur Verfügung stellen. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Mods ist, ne? Also ich kann euch meinen Mods-Ordner geben, hochladen irgendwo.
und auch diese Karte. Und dann könnt ihr da nämlich selber denn euer eigenes Björnholm dann mit meinen Sachen dann, die ich hier bisher gemacht habe, dann verwirklichen. Und ohne Mods bringt euch das, glaube ich, nicht viel, weil die Karte gerade hier mit den Kühen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir machen natürlich weiter. Wenn ich irgendwann merke, dass das Interesse hier bei euch nachlässt, also ich habe sowieso immer Bock, ich würde das Spiel dann wahrscheinlich eh Singleplayer weiterspielen, immer mal wieder, nicht ganz so lange, nicht ganz so oft, aber naja, immer mal, wenn ich Bock habe, aber wenn ich merke, dass bei euch das Interesse nachlässt, dann kommen wir dann hier auch dann irgendwann zum Ende, denn es soll ja auch irgendwann wieder neue Projekte kommen und wir wollen ja hier nicht uns nur auf so lange Projekte machen, spezialisieren, sondern halt auch mal kürzere Sachen. Und andere auch. Und da braucht man dann halt ein bisschen Ressourcen. Und naja, dann fällt Landwirtschaftssimulator irgendwann weg. Aber noch ist es lange nicht so. Also Klickzahlen, also es sind ja immer so bei 400-500. Das ist, finde ich, eigentlich schon in Ordnung. Also wenn man das mal so bedenkt, hört sich das, wenn man jetzt mal andere Let's Player dazu nimmt, dann hört sich das nach nicht viel an. Ne? Aber wenn man das so bedenkt, 400-500 Leute, das sind wirklich schon ganz schön viele. Ne? Also das sind... Ja, ist ein kleines Dorf. Und solange das so bleibt, sehe ich hier auch überhaupt keinen Grund aufzuhören mit dem Spiel. So, und so wie es aussieht, kriegen wir hier wohl alles mit. Ich hatte gehofft, wir können das noch zweimal voll machen, aber ich denke mal... Ah, das Feld hier ist jetzt auch nicht so riesig, ne? Aber wir haben ja auch noch ein anderes. Deswegen werde ich jetzt auch nicht die Viehzucht-Dinger immer alle vollknallen, die wir jetzt da haben. Sonst haben wir dann irgendwie zwei oder drei, die inaktiv sind. Sondern ich werde dann erstmal nach und nach, und dann kann man, wenn man über hat, dann kann man da immer noch das Lager voll machen, ne? Aber so hält es ja, glaube ich, wenn man es voll gemacht hat für 20 Tage, und wenn wir dann ein Viertel voll machen, dann immer noch für 5 Tage, und wir wissen selber, wie lange 5 Tage hier in-game sein können. So, jetzt sind wir gerade mal bei 60%. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten hier noch ein bisschen mehr. Na gut. So, dann können wir schon mal mit dem, eigentlich solltest du dich zuklappen, danke. So, mit dem Traktor können wir dann schon mal das Aussehen, das nächste Getreide. So. Was passiert eigentlich, wenn man hier jetzt rüber macht? Ah, ich habe den eh nicht runtergelassen. Ich glaube, ich will das auch gar nicht, sonst haben wir da so Querstreifen. Sieht ja auch nicht schön aus. So. Ja, super. Gut, ich habe dem das jetzt nicht so schön hingestellt, aber... Ich hatte gehofft, dass er das zumindest schon gerade macht. Oder es zumindest versucht. So ist besser. Ja, hier warten wir noch. Der hier auch. Ja, Milch könnte... Ja, Milch würde ich jetzt, glaube ich, sagen, als nächstes... So, und jetzt würde ich auch ganz gerne dann wieder mal ein bisschen spulen, die Zeit jetzt so ein bisschen schneller laufen lassen. Ah, mit der Milch können wir eben noch kurz warten. Wir machen erstmal, bringen erstmal das Stroh weg. Und danach haben wir dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Milch.
Ja, dann können wir eigentlich mal gucken, ob wir nicht mal hier, zumindest der Vollständigkeit halber, ich weiß ja auch gar nicht, wie viele Kartoffeln und ob, wie sehr sich das lohnt und so weiter und so fort. Wie sieht das überhaupt mit diesem Feld hier vorne aus? Stimmt, das wollte ich ja mal pflügen, ne? Richtig. Wie sieht, hatten wir nicht... Das Pflügen, das mussten wir, glaube ich, selber machen, ne? Das müssen wir, glaube ich, selber machen. Da gucke ich gerade mal, ne? Mit diesem hier, 2 Meter Arbeitsbreite, da machst du dich ja dumm und dusselig. Also wenn, dann wollte ich da, glaube ich, auch schon den ganz großen haben. 300 PS braucht man für den. Haben wir ja doch, ne? Der große, den wir haben, der kommt ja, glaube ich, auf 300 PS. Ja, so gerade aber auch nur. Also wenn, dann würde ich natürlich hier ganz gerne einen von diesen Hammerteilen mitnehmen. Am besten den hier. Weil hier ist doch schon fetter Unterschied noch, ne? Das sind eben nochmal hier, naja, fetter Unterschied nicht, aber 100, 130 PS. Wenn, dann wollen wir auch den ganz teuren, ne? Kostet nur 50.000 mehr. So, und jetzt fängt es auch an zu regnen, ne? Da habe ich jetzt gerade mal eine halbe Minute das schnell gemacht. Fängt es an zu regnen und jetzt wäre dann spätestens auch die Ernte dann vorbei gewesen. So, jetzt werden hier unsere Maschinen wieder ein bisschen sauber. Ich würde es ja gerne mal so angucken. Das interessiert mich jetzt, wie schnell das geht. Weil noch ist es dreckig. Und wenn wir jetzt mal wirklich hier noch ein bisschen schneller und das so richtig sehen kann. So, konzentriert euch auf den Schmutz. Ja, hier, ich glaube hier, kann ich euch nicht zeigen, aber da bei der Treppe, da sieht man, dass es immer weniger wurde. Also immer so ein bisschen bröckchenweise, glaube ich. Aber nicht leicht zu sehen, ne? Das wäre so ein tolles Rätsel, jetzt so 2 Bilder nebeneinander und eine Sekunde irgendwo länger lassen, wo da ein bisschen weniger Schmutz ist. Okay, das dauert mir jetzt zu lange. Ich mache auch mal wieder auf 15. Das reicht, denke ich mal. So, wo sind wir hier eigentlich? Bisschen vom Kurs abgekommen. So, jetzt müssten wir auch eigentlich wieder ein bisschen Milch. Milchtank 10.000. Naja, immerhin. Das reicht noch nicht ganz. Ah, was ist das denn? Ach, das ist die Südwiese hier im Weg. Super. Ja, bevor wir hier irgendwas weitermachen, also wie gesagt, das mit dem Flug, das kommt dann, sobald wir wirklich den Monster-Trecker haben. Wir können es theoretisch auch mal mit dem probieren, aber mit dem Monster-Trecker geht es, glaube ich, schneller. Und dann können wir den mal so ein bisschen ausprobieren. Guck mal hier, und jetzt ist es schon ein bisschen sauberer zumindest. Jetzt habe ich vergessen, hier links reinzubiegen, abzubiegen, aber der Zaun ist da hinten vorbei. Dann machen wir das da. Guck mal, dieses kleine Dreieck hier, ne, das könnte auch, das ist wie so ein kostenloses kleines Fältchen, wo man theoretisch auch Silage oder sowas noch machen könnte, aber das lohnt sich halt im Gegensatz zu den Feldern, die wir haben, eher weniger. So, und wieder eine Spur sauberer geworden, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall nicht mehr so extrem schmutzig. So, hier regnet es ein bisschen durch. So, ich gucke gerade mal. Milch, also Stroh haben wir hier voll. Dann haben wir 3 Hütten. Ja gut, dass wir nicht wesentlich mehr gemacht haben. Ja, das heißt, kann man leicht rechnen, ne? Jede Hütte kriegt jetzt hier 10 Tonnen Stroh. Oder halt 10.000 Liter.
So, und hier auch. Noch ein bisschen. So. Und hier kommt dann der Rest hin. So, sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Ah, jetzt sehen wir hier auch schon die Kühe. Da haben wir dann mal ein bisschen gespult. Und dann stehen sie da auch überall. Ja, nicht jeder Stall ist besetzt, aber das so langsam kommen die da ja hin. So, dann kümmern wir uns eben noch mal ganz kurz um die Milch. Das ist auch ein cooles Feld, ne? Aber das ist... Naja, wir gucken gleich mal. Als erstes nehmen wir aber erstmal das, was bei unserem Hof ist. Ich glaube, das ist die 23. Ja, und es gibt auch noch... das ist alles noch ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir irgendwann nur noch... weil wir das machen müssen, nur noch einstreuen und Futter und sowas machen. Da habe ich auch nicht so Bock drauf. Da habe ich auch schon Mods für gefunden, bei denen man so eine Silos hat. Und da wird das Futter dann automatisch gemischt und dann kann man alles in die Silos füllen und sich das dann immer schön rausmachen lassen. Und das ist natürlich auch noch wesentlich schneller, weil immer nur Futter mischen habe ich halt auch nicht so Nerv drauf. Und beim Einstreuer weiß ich gar nicht, da gucke ich nach der Aufnahme mal, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch mal ein paar Mods, mit denen man sich das alles so ein bisschen leichter machen kann, das Leben. So, wie viele Kühe haben wir eigentlich gerade? 129. Das ist ja schon mal schön. So, und ich glaube, in den paar Sekunden haben wir direkt hier wieder, ne, können wir hier fast warten. Guck mal, bei 0. Und jetzt warten wir, bis es 12:39 ist. Ist immer noch 0, ne? Ist der Wahnsinn. Eben ging das schnell. So, fahren wir mal außer Range. Ach, leck mich doch. Dann hat er den vielleicht nicht ganz voll gemacht erst. Das wäre auch sonst ein bisschen zu schnell. So, jetzt müssen wir nur noch kurz gucken, bei welcher Hütte wir jetzt schon waren und wo nicht. Und dann müssen wir das einfach durch so und so viele Hütten rechnen, damit jeder erstmal ein bisschen was abbekommt. Also die ersten beiden haben ja genug. Ich prüfe hier nochmal eben ganz kurz. 8000 Liter, das ist schon mal gut. 7600, das passt. Ab hier. So, das heißt, wir haben 6 Hütten. Durch 15.000. Macht 2.550 so um den Dreh, ne? So, also von ungefähr, machen wir mal hier auf 12.5 direkt. Oder 12.6, damit wir ein bisschen Spielraum haben. Zack. So, hier dann auf 12.000. Auf 10.000 natürlich. Oh, bisschen mehr. Macht nichts. Hier dann auf 7.500. Falsche Taste. So, fast getroffen. Und dann geht's hier weiter mit 5.000. Ah, 14 daneben. So, hier wieder auf 2.500.
Na gut. Und der Rest kommt hier rein. So. Wieso waren denn da eben schon Kühe drin? Bin ich jetzt gerade mal überfragt. Hm. Naja, nächstes Kalb 10 Minuten. Das heißt, wir können mal kurz gucken. Das müsste dann ja hier, Nummer 3. Können wir mal spulen. Dann sind wir bei einer Geburt in Anführungszeichen dabei. 5, 4, 3, 2, 1. Zack. Da ist es. Ja, sehr aufregend. So, was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, das machen wir... Oh, guck mal, hier die letzten Folgen wieder so lang. So viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht, dass ich hier über 20 Minuten immer pro Folge machen kann. Aber das möchte ich jetzt eben nochmal wissen. Und dann haben wir das an sich hier alles erstmal so abgeschlossen. Denn bei unserer ersten Hütte... Ein Tag, 11 Stunden. Na gut, noch dauert es ein bisschen. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Das heißt, ja, nach Mitternacht dann irgendwann die Geburt. Ja, was machen wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wir fahren mal den hier wieder dahin, wo er hingehört. Und dann gucken wir mal, wie weit die Silage ist. Und wenn es sich lohnt zu spulen, dann spulen wir. Und danach wird dann mal geshoppt, ne? Dann kommt der fette, riesengroße Traktor und dann werden wir uns den Flug schnappen und dann müssen wir mal, die 23 ist es, glaube ich, bei unserem Hof, jawohl, die machen wir dann als Kartoffelfeld zum Beispiel und dann, ja, geht's dann da weiter. Also, ich sag danke fürs Zuschauen, hoffentlich seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen hoch da lassen, wäre wirklich sehr nett und, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi!